Bewohner des Gebirges in Nordschottland tragen Röcke, blasen in Ledersäcke und werfen mit Bäumen herum. Die Bewohner der Donaustädter Gemeindebauten finden das super und tun es ihnen gleich. Und außerdem, wer hat's erfunden? Genau, die Österreicher. Es gibt so wie eigentlich so Mittelalterfeste, Countryfeste. Es hat sich in den letzten Jahren immer mehr die Highland Games oder schottische Vereine gegründet und so weiter. Das ist einfach eine Liebe zum Land. Wobei ich muss sagen, Österreich mit den schönen Seen, wir haben genauso Schlösser, wunderschöne Schlösser, wunderschöne Seen. Ich vergleiche das ein bisschen mit Schottland. Und der Keltenkilt stammte schon von Österreich, das ist 2500 Jahre. Also haben wir früher die Kelten schon das Muster getragen. Also Kilt schon ist schon immer getragen worden. Ja, und irgendwie ein bisschen einen Spinner muss man haben und dann passt die Sache zusammen. Neben dem LKW-Reifen umdrehen und dem Gewichtehochwurf ist das Baumstammwerfen wohl die spektakulärste Disziplin. Die starken Stadtlauer in Röcken demonstrierten allerdings eher das Baumstamm fallen lassen. Richtig überschlagen ist dann, wenn die obere Spitze wieder auf der anderen Seite aufschlägt. Den Teil, den man in der Hand hat, die Grifffläche praktisch, die zählt, da wird jetzt weiter gezählt. Also sprich, wenn der Baum einmal sich also aufkommt und dann wieder überschlägt, dann ist er wirklich überdreht. Geist und Kraft, alles in einen vereinen und dann am richtigen Zeitpunkt alle Muskeln aktivieren. Das ist eigentlich die Kunst dran. Das ist auch bei jedem Bewerber so, man muss immer voll mit dabei sein, mit Konzentration. Wie trainiert man Baumstammwerfen zum Beispiel? Ja, Baumstammwerfen ist einfach, man braucht einen Baum und dann gehen wir auf eine Wiese. Nicht nur ausrangierte Maibäume wurden geworfen, sondern auch Hämmer. Und so mancher fand's richtig geil. Und so manche auch. Welche Voraussetzungen muss man da mitbringen, körperlich oder geistig? Gar keine. Wenn du einen Spaß dran hast, einen Kilt zum Tragen, kannst du mitmachen.